Okay, gib mal her den Wisch hier. Na, was ist das denn hier? Dennis, mein Freund. Deine Personalakte sieht nicht so gut aus. Du bist ziemlich langsam und immer mehr Kunden beschweren sich, dass plötzlich irgendwie Kleingeld verschwindet. Ich glaube, Dennis, du fliegst raus. Ja, ich will das auch nicht, ne? Wir haben mittlerweile auch so eine, ja, ich sag mal, väterliche Beziehung aufgebaut, ne? Ich bin dein Mentor und alles. Ich verstehe das absolut, aber Dennis, es ist soweit. Du musst gehen. Ich werde heute deinen Vertrag leider auflösen müssen, denn es wird jemand Neues kommen. Deswegen, Dennis, weiche Clark Cash, dem schnellsten Kassierer hier in der Stadt. Tja, Clark Cash ist weg. Dennis, es war mir eine Ehre. Ich denke, du wirst da draußen noch ganz viele großartige Gelegenheiten bekommen, dich beweisen zu können. Aber Clark Cash ist eben nur mal Clark Cash und deswegen bist du raus. Weine nicht, Dennis. Hey, du musst nicht weinen. Oh, er geht ganz traurig weg. Ja, willkommen zurück in meinem kleinen Kartenladen. Viele Menschen denken, das hier wäre so ein nettes kleines Spielchen, alles wäre lustig und tralalala. Aber nein, das hier ist immer noch knallhartes Business. Und Dennis war eben nun mal nicht so gut, ne? Er war eben nun mal nicht so gut. Und deswegen muss Clark Cash. Bist du Clark Cash? Hier, ich habe gehört, du bist der Schnellste. Also, Clark Cash. Dann mach dich mal ran. Ja, der muss heute ran an die Kasse und ich bin gespannt, ob wir da wirklich jetzt so einen Anstieg merken, denn hier ist es auch sehr, sehr langsam. Dennis 2, bist du der Nächste, der gehen muss, der seinen Hut ziehen muss? Ich hoffe es nicht, mein Freund, aber es kann durchaus passieren, ne? Dennis 2, es kann durchaus passieren. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, denn dann kann euch das nicht passieren. Und wir haben jetzt den schnellsten Kassierer im Wilden Westen. Clark Mother Effing Cash. Der Name ist Programm. Oh, 211 Dulalas. Und die haben wir doppelt. Sexy. Okay. Oh, Kai. Yo. Die setzen wir rein und gehen auf. Was ist, wenn ich runde? Nee, ich mache 260. Für die will ich 260 sehen. Für dieses Baby will ich die 260 sehen. So, ich habe wieder einen Tag geskippt. Und wir müssen hier das Sortiment erweitern. Wir brauchen das da. Aber wir brauchen auch das da. Und wir brauchen das da. Let's go. Ja, ich brauche das da auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Hier das zu erweitern ist nicht teuer, ne? Die Erweiterung kostet irgendwie 700 oder sowas. Also super, super billo. Aber die nächste Erweiterung ist irgendwie Level 40, 50. Also ganz, ganz weit, weit weg. So, machen wir hier voll. Aber da ist noch was drin. Was? Echt? Okay. Krass. Da ist noch was drin gewesen. So, die hier und den Rest packen wir aus. Einmal hier auffüllen. Dann würde ich hier noch eine Reihe hinziehen. Das wäre nämlich jetzt auch möglich. Na gut, legen wir los. Machen wir mal die Billo-Dinger auf. Da könnte ja auch noch knallig geiles Zeug drin sein. Ich weiß immer noch nicht, wieso einige Karten nach rechts fliegen. Ich habe keine Ahnung, aber ihr könnt es, wie gesagt, immer noch kommentieren. Es ist ja alles so ein bisschen versetzt, weil ich auch ein bisschen immer vorproduziere, ne? Aber wieso, weshalb 48 Glas? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde es früher oder später lesen. Da bin ich froh, wenn ich die Info habe. Ja, mittlerweile geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut. Der Reizhusten ist fast weg, aber jetzt bin ich halt irgendwie super verschleimt. Der ganze Dreck muss aus der Lunge. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, ich bin auf meine Maus gekommen. Moment. Jetzt bin ich langsam. Schneller. Okay. Super schnell. Super, super schnell. So, jetzt stimmt's wieder. Zack, 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 zack. Ja, ansonsten, es läuft geil. Also in den letzten beiden Folgen zweimal eine Geisterkarte. Hier ist wieder eine weggeflogen. Die fehlt dann auch hier drin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, die ist drin.
weil ich so schnell irgendwie die Karten durchlaufen lasse. Ab und zu fliegt der eine voll nach rechts, sonst gehen ja alle nach links. So, wieder ganz viel Müll, weil ich dachte schon, ich habe vielleicht einige Karten so häufig doppelt. Und wenn die jetzt ein Dollar 22 zum... Hier wieder. Wenn jetzt zum Beispiel ein Dollar 22 wert wäre... 3, 6, 7. Ne, 7 Karten sind noch immer drin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 2, 4, 6, 7. Steht doch drauf. 7 Karten. Eigentlich voll wenig, wenn man drüber nachdenkt, ne? Aber hier aus den blauen ziehe ich irgendwie nicht so den heißen Stuff. Die blauen, die schallern irgendwie nicht so rein. Schade irgendwie. Den lasse ich mal ganz kurz hier, denn ich will ein bisschen sortieren. Und zwar... Schwupps. Ich will nämlich hier mehr Biggies reinmachen. Weil, ich habe gesehen, wir können uns eine neue Lizenz gönnen. Und zwar für die hier. Let's go. Da wird direkt Geld ausgegeben. Aber jetzt können wir hier nämlich die einsortieren. Weil ich glaube, das wollen die Leute. Boah, Würfel, glaube ich, kann ich auch schon bald shoppen. Ja, was sind das denn für welche? Ach, hier habe ich auch noch eine Kiste draußen rumliegen. Noch ein bisschen mehr bestellen können. Die gehen immer gut weg. Die gehen echt immer gut weg, die Dinger hier. So, dann will ich die ganze Kiste hier drüben aufreißen. That's the plan, man. Boah, hier muss ich auch nachbestellen. Die Pets in alle Richtungen. Komm schon, jetzt nochmal so ein Geist. Ich bin irgendwie Geist angefixt. Fetzt die Päckchen irgendwie nur noch so auf. 11. Das ist aber eine neue. 12. Das ist auch eine neue. 12. Wie sieht's da drüben aus? Ey, der kassiert wirklich super schnell. Das ist alles weg. Auch die teure ist schon weg. Uiuiuiuiui. Hier wird verkauft wie blöde, ha? Huh? Diese Einzelkarten, die laufen im Moment so gut. Alter, habe ich 12-mal den Bruder? Verkaufen wir den? 7 Dollar will ich für den haben. Ist das noch ein guter Preis? Schau mal rein. Nee. Jetzt wird der nämlich voll zum Ladenhüter und da habe ich irgendwie dann auch... Boah, die sind auch alle weg. Auf einmal läuft's wieder, ne? Auf einmal, die Leute sagen, hey, geil. Die Schicksalskarten bei Keys, die schmecken mir. Die kaufe ich jetzt auf wie verrückt. Der alte Keys, der hat wieder Schicksalskarten im Sortiment. Brauche ich. Oder sind die gerade irgendwie... Ich verkaufe die ja für 12. Jetzt gehen sie nicht mehr weg. Jetzt verkaufe ich sie für 13 und werde sie nie wieder los. Aber ich habe keine mehr. Wie viele Leute spielen eigentlich? Ah, es dauert noch. Das dauert noch, bis wir das haben. In der Ecke könnten noch Tische hin. Weil mittlerweile, es füllt sich. Es füllt sich Brutalinski. Das finde ich gut. Eigentlich müsste
Clark Cash hier arbeiten, weil ich glaube, hier ist im Schnitt mehr los, was so Kunden angeht. Ich muss Hüllen auffüllen. Yo, voila, mach die Hüllen füllen. Könnte ich irgendwie was draus rappen? Mach's nicht, Kies, ist echt cringe. Okay, ich mach's nicht. Ist ja gut. Aber dafür habe ich gerade $48 gezogen. Er macht den Hüllenfüller. Boah, ob ich heute nochmal was Gutes ziehe? Ich meine, das war gestern schon echt... Lucky Man. Jetzt gehen die Biggies nicht mehr weg. Ich habe so expandiert auf Biggies, weil davor die Leute so geil auf die Dinger waren. Und jetzt kriege ich nicht mehr los. Habe ich noch... Ja. So. Rote Würfel unbedingt nachbestellen. Machen wir dann noch die weißen, die schwarzen. Ja, ich will noch einpacken schwarze. Einpacken weiße. Die hier müssen rein. Eine neue Matte. Einige neue Matten. Alright. So, damit habe ich mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es gibt neue Matten, Freunde. Mal sehen, ob das Leute haben wollen, den Kram. So, Hüllen gibt's auch wieder. Kann hier hin. Würfelies. Nochmal neue Matten. Und Readies. So, die Matten noch schnell hier mit Preis ausstatten. So. Also die Würfelfront sieht wieder richtig gut aus. Gleich mal durch die Preise. Ja, die Dinger kommen weg, da kommen dann auch so Doppelregale hin. Ich mache da einen weiteren Gang quasi hier rein. Da habe ich noch einen Biggie drin. Wollen wir die hier? Boah, die gehen. Passt gar nicht. Hier, dass wir die mal los sind. Jo. Aber die gehen auch super schwach. Fledermäuse, die laufen eigentlich ganz gut. Sind sogar weg. Figuren. Flattermaus. Oh, hier ist auch wieder gut leer geerntet. Ich komme nicht zum Auspacken. Oh, Reds sind weg, sicher jetzt erst. Ordner, gar nicht mehr, ne? Also ich glaube, die Stelle ist irgendwie verflucht. Untere Reihe. Kauft keiner. Vielleicht muss ich das irgendwie umräumen. Vielleicht ein bisschen weiter reinstellen bei Ladenschluss. Rode. Aber die Dinger kauft einfach niemand. Untere Ebene ist verflucht. Vielleicht kommen die da wirklich nicht ran aus irgendeinem Grund. Aber vom Preis her sind die echt solide, oder? Ja. Will ich mal vielleicht umstellen und hoffen? Von denen habe ich auch noch keinen einzigen verkauft. Die laufen auch so räudig. So, let's go.
Turbo. Und hoffen. Ich will eigentlich den ganzen Kasten hier noch leer machen. Ich will ihn eigentlich noch wegköpfen, den Kasten. 28 Dudalas. Nichts. Purer Dreck. Eine neue, aber auch nicht wirklich viel wert. Da siehst du, was wir für einen Lack hatten, dass wir doppelt Geist gezogen haben. So ein unverschämtes Mega-Lack. Sind hier noch Kunden? Alle weg? Okay. Kenne ich das ja gar nicht. Oh, da kann ich gleich mal umräumen. Wenn wir die hier ausgepackt haben, räumen wir einmal um. Aber krass, dass alle weg sind. Normalerweise ist es doch immer so eine einsame Sau hier, die nicht weiß, wo sie abends hingehen soll. Und deswegen bettelt und fleht, dass der Laden niemals schließt. Direkt zwei neue gezogen. So, jetzt will ich erstmal das hier umräumen. Kommen die Leute jetzt auch besser ran? Es ist halt jetzt nicht so eingeengt, ne? Wait a minute. Besser. Hasse es, wenn da so eine Lücke ist. Jetzt hätte ich halt hier... Guck mal, so ein Doppelding. Jetzt hätte ich halt hier nächste Reihe gemacht. Da ist doch eigentlich genügend Platz, oder? Ich würde sagen, ja. Und hier halt die Würfelangebote. So, die schwarzen. Zu viele. Blauen. Und das ist sogar einfach mehr. Das ist eigentlich ganz nice. Hier ganz unten. Dann kann ich die weißen hinmachen. So. Ich überlege gerade, soll ich es doppelt machen? Habe ich halt richtig Würfel im Angebot. Ah, komm. Ucho Macho Würfel. Heute haben wir viel investiert, Freunde. Hier voll, einmal da voll. Brauche ich eigentlich nicht mehr die Dinger. Ja. Ja. Sieht es auch ein bisschen angenehmer aus, ne? Oh, die blauen sind gut weg und die gelben. Jo, die bestellen wir auch noch schnell nach, aber dann bin ich durch. Das geht auch so ins Geld, Alter. So. Hier hin. Und... habe ich noch Platz? Ja. So, Ende. Wir machen aber gut Patte. Boah, 14.000 minus.
Eieieiei. Deo bestellen. Was fehlt denn hier noch? Ich hoffe, die kommen jetzt wirklich besser ran. Ich hoffe, das war wirklich irgendwie so ein Bug, dass sie da nicht richtig rangekommen sind. Habe ich davon noch welche im Regal? Ne, das hier sind Readies. Ah, ah. Ah, hier ist Deo. Muss ich es gar nicht bestellen. Oh, aber hier wird es wieder gut verkauft. So, kann ich jetzt bitte Karten auspacken? Das ist meine Kartenkiste. Ah. Das ist sie ja. Let's go. Jetzt muss ich erstmal wieder Geld machen. Und den Ständer füllen. Ganz wichtig. Hier ist wieder eine irgendwo ins Nirgendwo gepfeffert worden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Ordner weggehen, weil ich habe keinen einzigen dieser Ordner mehr verkauft. Nothing. Alright. Nur Müll. Ja, es gibt Folgen wie diese, wo man einfach nichts zieht, gefühlt. Ja, oh, man zieht irgendwie wirklich nichts. So, füllen wir auf. Hier wurde schon wieder derbe geplündert. Sind doch ein paar wertvolle dabei. Let's go! Nee, die ist nicht so viel wert, aber die hier. Oh, oh. Boah, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Okay, das ist wieder voll. Bitteschön. Den alten Ferdifuchs. Er möchte sein Würstchen an euch reiben. Sein Mini-Wiener. So, der Ständer ist wieder gut bestückt. Schicker Ständer, den sie da haben. Dankeschön, bin stolz drauf. Das sind im Moment unsere wertvollsten, die wir doppelt haben. Schwach. Das ist schwach. So, ich kann wieder hier päckeln. Dann denke ich mal, ist das mal ausreichend für alle, oder? Ich verkaufe diese Ordner nicht mehr. Warum? Kauf so einen Ordner. Ich meine, die anderen Artikel werden ja auch verkauft. So eine Engel kann es nicht liegen. Was habe ich drin? Reinigungsspray. Ich wollte kaufen das da. Und mäßig nichts, ne? Geht nichts mehr. Ne. Die nächste 38. Ja, und das nächste Mal Laden verbessern. 50, Alter. Da arbeitest du aber auch ewig dran. Bis ich Level 50 bin, vergehen Jahre. Wirklich eine Mega-Aufgabe. So, was ist denn hier gerade vergriffen? Aha.
Ich brauche... Die sind schon alle weg. Krass, die laufen gut. Ich brauche das da. Das da. Das da. Und das da. Und schon wieder bin ich ein Taui los. Alter, das Geld. Das geht so schnell weg. Haben wir für die noch ein Fach? Kommen die hier hin? Wupp. Ne, die will ich auspacken. Das ist Auspackware. Freue mich, dass sie so gut laufen. Die geben auch ganz gut Asche, die Dinger. So, dann wird die hier auch wieder im Sortiment. Weil hier kommt es ja auch an die unteren Dinger ran. Also, das ist ja kein Grund dafür, dass die Ordner nicht verkauft werden. Aber die gehen einfach... Warum? Warum kauft keiner diese verdammten Ordner? Die einmal raussortieren und wieder reinsortieren. Ist das der große Trick? Weil die waren immer sich, also richtig gut haben die sich verkauft. Immer. Ordner waren übelst der Dauerrenner. Ordner waren das beliebteste überhaupt. Ich hatte immer Ordnerknappheit. Wie blöde. Die Leute haben sich um die Ordner geprügelt. Ich habe wirklich Menschen gesehen, die haben andere Menschen... Augen ausgestochen für einen Ordner. Ich habe Ordnerkriege erlebt. Ein Ordnerblutbad. Kinder sind traumatisiert worden, weil erwachsene Menschen sich um Ordner geprügelt haben. Ich habe Neues. Mal jetzt schnell hier ein paar reinstecken. Schnell mal einen reinstecken, du. Ewige Fisch. So. Boah, hier ist auch schon wieder alles weg. So. Bitteschön. Wurde kein Ordner verkauft. Eben gerade dachte ich ganz kurz, aber nein, es wurde kein Ordner verkauft. Keiner will die verdammten Ordner. Schweine sogar wollen die Leute. Die Fledermäuse, die will auch niemand. Warum kauft das niemand? Geht hier irgendwas leer? Auch Hüllen und so. Das lief mal so viel besser. So viel besser. Die Biggies sind eigentlich immer noch das Verkaufswunder Nummer 1. Naja. Keine andere Wahl. Ich stelle mich jetzt hier hin und mach wieder Päckchen auf. Geben wir Gas. 11 Dollar. 12 Dollar. It's the only way. 10. Bisschen neu gewählt. Wow! Yes! Kingstar Geist Edition. Bada bum! Jede Folge ein Geist. Ihr habt nicht dran geglaubt. Habt gelacht. Aber wer lacht jetzt, ha? Huh? Ich finde Jack Lantern sieht auch voll geil aus. Oh, guck mal, die haben gewechselt. Okay, clever, 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 Jungs. Ich habe ja noch gesagt, eigentlich müssten die wechseln. K
Clever, clever, clever. Komm, da geht noch was. Da geht noch was im höheren Segment. Ich will den ganzen Karton hier köpfen. Geht da was oder geht da nichts? Schon wieder Jack. Den habe ich jetzt so oft gezogen. Boah, es sind aber noch viele. Das sind noch viele. Und ich wette, jetzt stehen alle drüben an der Kasse. Clark Cash ist weg an der anderen und keiner kommt. Da fliegen die Karten wieder kreuz und quer. Ich glaube, das ist noch nicht mal Maximalspeed. $46. Das ist eine neue. Ja. Mal gucken, geht's noch schneller? $53. 15. Auch eine neue. Klaue. Ist nicht neu. Einstellung. Es geht sogar wirklich noch schneller. Ah, mal sehen, wie schnell es jetzt geht. Achtung. Alter. Haha. Die Maschine. Jetzt wird gefetzt. 18. 38. Aber es ist eine neue. X-Doppeltkarte. Uhr 50, aber auch eine neue. Boah, jetzt mal einen Geist ziehen, ne? So Doppelgeist wäre schon richtig hot. In einer Folge zwei Geister. Auf jeden Fall ein bisschen was für einen Ständer. Auch so, was lukrativ ist. Wenn die Karten dann mit dem Aufpreis so bei 15 bis 25 liegen und du verkaufst dir alles, da kommt schon was zusammen. $40. Go again. Gleich schon wieder Feierabend. Nice. Nice. Weil der Boy zieht. Drakon sieht so gut aus, ne? Guck mal, da oben bin ich auch schon wieder bei 7000. Komm schon. Ladenschluss. Ist da noch ein Big Hit? Letzte Ladung. Wie viele spielen hier noch? Oh, ist noch eine Menge im Sortiment. Einzelkarten wurde da jetzt nicht so viel gekauft, aber wir haben echt hier teure Karten gezogen. Uff, $200 Karte noch mitgenommen. Also die Päckchen haben sich gelohnt. Ladies and Gents, die haben sich richtig gelohnt. Geil, Mann. Nochmal $40, $13 Karte. Ey, den habe ich jetzt so oft gezogen, ne? Klaue in einer relativ wertvollen Edition. Geil, Mann. Absolut geil. Hier spielen noch zwei. Boah, hier wurde leer geplündert, du. Ah, eine Runde mache ich noch. Für euch. Alter, und nochmal so ein Hit. Nochmal einen schönen Hit. $32, da kommen sie, die Karten. Cool, 40 Cent. Muss ich unbedingt nachbestellen.
die hier sind vergriffen. So, die haben fertig gespielt. Hat der Chef aber nochmal Päckchen in der Hand. Das muss jetzt noch weg. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Könnt jetzt bewerten, um die Sucht zu unterstützen, was sehr edel wäre. Und ansonsten heißt es dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja, aber gut gemacht. Die Tische bringen halt auch gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.